Hey Leute, willkommen zurück auf Roblox Victor. Heute spielen wir mal zum zweiten Mal Pet Simulator X als Noob durch. Das Ding ist halt, letztes Mal war das ja so, dass wir nur die Fantasy-Welt nochmal durchspielen konnten. Aber mittlerweile gibt es ja sogar auch noch die Tech-Welt. Und wir werden die so weit durchspielen, bis wir bei der Tech-Welt sind. Doch bevor wir beginnen, Leute, like das Video, abonniert den Kanal, da fangen wir auch schon an. Also Leute, hier könnt ihr sehen, ich bin ein Noob in Pet Simulator X. Ich habe jetzt gar keine Pets. Spaß habe ich. Ich habe hier 4 Techno-Cats mit super Teamwork. Die machen im Durchschnitt, sage ich mal, 946 Schaden, vielleicht 944 Schaden oder so. Packen wir auf jeden Fall den Hund da mal weg. So, diesen Hund hier weg. Und dann erstmal her mit den Techno-Cats. Das Ding ist halt, ich habe leider keine Gems. Oh, ich habe mir vergessen, mit meinem Main-Account mir Gems zu holen. Ah, oh, das habe ich voll vergessen. Okay, das ist schade, weil das bedeutet, dass wir uns leider keinen Speed-Upgrade oder so holen können. Heißt, wir werden sehr, sehr langsam sein. Aber was wir direkt schon am Anfang merken, ne, ist, dass es halt verdammt schnell geht. Ich meine, schaut euch das mal an, Leute. Schaut euch das mal an, wie schnell das geht. Ich kriege jetzt schon 1, ja, fast 2 Millionen. Ich habe fast 2 Millionen. Und wir sind erst am Anfang, Leute. Wir sind erst am Anfang. Die erste Tür kostet jetzt 10.000. Und ich habe schon verdammt nochmal 2 Millionen. Oh mein Gott, Digga, das ist so krank. Okay, packen wir mal noch ein Pet, unsere Pets auf dieses Geschenk, ne. Und, ja, guckt mal nach. Ich habe jetzt schon 4 Millionen. Das geht wirklich so schnell mit diesen krassen Pets, ne? Vor allem stellt ihr vor, ich könnte noch mehr haben als die hier. Mir fällt gerade auf, Leute. Ich kann ja sogar noch mehr haben als die hier. Ich kann ja zum Beispiel auch noch einen Triple Damage reinmachen und Triple Coins. Oh, ja, Mann. Sammeln wir kurz diese gesamten Gems auf und kaufen uns erstmal ein paar Upgrades. Denn, ja, das wird auf jeden Fall sehr viel helfen. Gerade Player Speed. Ich glaube, ich hole mir fürs erste Player Speed. Dann nach Orbs Reach. Und dann nach sowas wie Mod Diamond und so weiter und so weiter. So, holen wir uns erstmal Player Speed. So. Orbs Reach. Nice. Ah, jetzt habe ich ein Pet Speed Gold. Mist, das wollte ich nicht. Egal. Orbs Reach. So, ja, Mann. Okay, ich habe jetzt Orbs Reach fast gemaxed. Nehmen wir einfach als nächstes. Komm, Pet Strength. Dann geht's noch ein bisschen schneller. So, was können wir jetzt noch holen? More Diamonds. Ja, komm, holen wir jetzt einfach More Diamonds. Ja, dann sparen wir unsere restlichen Gems. Für Teleporter zum Beispiel. Wenn wir uns auch zurück teleportieren können. Um dann weitere Upgrades kaufen zu können. Oder halt irgendwelche Eggs am Anfang, ne? So, kaufen wir uns erstmal die 1000er-Region, ne? Müsst ihr euch vorstellen, ich habe gerade 22 Millionen. Ja, Coins. Und das reicht, glaube ich, wirklich bis zum Ende des Spiels. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass, wie OP diese Pets hier sind, die ich hier habe. Ich meine, ich bin jetzt schon Immortal, Leute. Plus, ich habe noch Triple Coin. Double Coin Boost wegen dem Event momentan, ne? Weil das Update kam ja am Samstag nicht, deswegen kam ja Double Coin Boost dazu. Auf jeden Fall habe ich dann Triple Coins, Double Coins. Plus nochmal Triple Damage. Es geht so schnell voran. Wir gehen wirklich so schnell voran. Ich meine, ich habe jetzt 170 Millionen. Ich glaube, mit 170 Millionen kann ich sogar komplett durchlaufen. Kann das sein? Ich würde mal sagen, dass wir noch Sachen wie Geschenke oder halt Gems mitnehmen, ne? Aber ansonsten, glaube ich, ja, laufen wir einfach komplett durch. Ich meine, ansonsten lohnt sich das ja nicht, die gesamten Sachen mitzunehmen, ne? Denn an sich bräuchten wir halt noch Gems, um halt Teleporter kaufen zu können. Aber das war's dann auch. Und ich bekomme auch die ganze Zeit diese gesamten Achievements und so weiter und so weiter. Das geht wirklich richtig schnell, wie ich die gesamten Sachen hier abbaue. Gut, kaufen wir uns die nächste... Das nächste Biom, und wir sind wir auch in der Gletscherbiom. Und hier können wir auch sehen, hier können wir uns die Tech-Welt kaufen. Nämlich für 7,5 Milliarden Fantasy-Coins. Und das ist schon ein bisschen. So, das sollte aber nicht so lange dauern, denke ich mal. Ich meine, das könnte ein bisschen dauern, ehrlich gesagt. So vielleicht 5 bis 10 Minuten. Aber wahrscheinlich nicht zu lange. Das würde ich jetzt denken. Okay, gehen wir rüber zum Desert-Biom. Nehmen noch diese gesamten, ja, Gems mit, damit wir erstmal ein paar Gems auf Lager haben. Und dann auch keine Gems-Probleme haben, falls wir uns teleportieren müssen, falls wir uns Upgrades holen wollen oder was auch immer. So, dann du auch noch. Dann dieses Geschenk auch noch. Geschenke nehme ich übrigens auch noch mit, weil die auch gut Gems geben können, wegen den Bonis halt. Okay, dann auf, öffnen wir diese Tür nochmal. Und ja, dann könnten wir eigentlich erstmal ein paar Mal die Kiste hier abbauen, ne? Vor allem für Gems farmen, ne? Oh mein Gott, ich habe gerade durch diese eine Kiste 7 Milliarden bekommen. Und ich habe nur 4, in Anführungsstrichen nur 4, Techno-Cats in Dark Matter. Krank. Das ist krank. Aber ich bekomme auch nicht so viele Gems hier, ne? Ich kriege hier so 80 Gems oder so. Also, man kriegt halt wirklich viel mehr Gems mit Diamonds 5 oder so. Sehr interessant. Ich habe ja auch ein Dragon geschenkt bekommen, ne? Vom Spiel durch den Achievement. Nämlich, welches Achievement war das nochmal? Da, Break the Magma Chest. Dieses Achievement habe ich geschafft und deswegen habe ich gerade ein Pet bekommen. Es gibt mehrere Achievements, wo man irgendwelche Sachen kaputt machen soll, um Pets zu bekommen. Zum Beispiel bei der Grand Heaven Chest ist es genauso und bei der Tech Chest in dem Gletscherbiom. Gibt es auch das. Nur, dass bei dieser Kiste so ist, dass man, anstatt dass man ein Pet bekommt, 500.000 Coins bekommt. Gems bekommt, nicht Coins. Und das finde ich sehr, sehr gut. Egal. Schießen wir uns erstmal zur Fantasy-Welt. Let's go!
So Leute, jetzt sind wir auch in der, ja, Fantasy-Welt. Und das Erste, was wir hier sehen können, es gibt gar nichts hier. Also gar nichts ist freigeschaltet. Die gesamten Eggs sind nicht freigeschaltet. Man kann sehen, ich habe zwar auch eine Stärke von 3,777 Millionen. Milliarden, nicht Millionen, sorry. Aber ansonsten kann man halt auch sehen, so, es gibt nichts. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Farmen. Diese Coins kann ich erstmal ein bisschen abbauen. Die Gems nehme ich liebend gerne an. So, diese gesamten Gems-Coins nehme ich liebend gerne an, so. Ich meine, ich brauche sowieso, glaube ich, nur 100.000 oder so für das erste Ding. Na, das sollte nicht so lange dauern. Ich glaube, ich habe jetzt schon das Geld darüber eigentlich, um das meiste schon zu skippen. So, kommen wir jetzt erstmal in diese Region hier und gehen dann rüber zu, wie viel kosten die Candy? 3,5 Millionen. Okay, dann müssen wir wohl zur Samurai Island gehen und erstmal ein paar Sachen dort abbauen. So, kaufen wir, sage ich schon. Bauen wir erstmal die gesamten Sachen auf der Samurai Island ab. So, oh, ich bin jetzt Godlike sogar, sehe ich gerade. Nice. Sehr, sehr wild. Ich glaube, ich farm jetzt einfach so 20 Millionen oder so Coins. Und dann gehe ich zu der nächsten Region. Da kann ich direkt ein paar Sachen skippen. Ne? Ich glaube, das wäre eine ziemlich schlaue Idee, beziehungsweise eine ziemlich schlaue Taktik, wenn man die gesamten Sachen machen könnte. Ja, komm, das mache ich. Dann sehen wir uns ja gleich wieder. Okay, Leute, ich habe jetzt 25 Millionen. Jetzt habe ich sogar 31 Millionen, okay. Sollte ausreichen, glaube ich, zur Hell Island zu gehen, oder? Reicht es aus bis zur Hell Island? Das ist eine gute Frage jetzt eigentlich. Denn bei der Hell Island könnten wir eigentlich ziemlich gut Sachen farmen. Haunted Island 18,5 Millionen und die Hell Island kostet 6... Ne, natürlich kostet die auch Hell Island 66.666.666. Natürlich, der hätte ich auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich baue jetzt aber die ganze diese Kiste ab, ne? Sollte gut laufen. Ja, die geht doch schnell. Ey, ich habe jetzt genug... Ich habe eine Kiste abgebaut, Leute. Und ich habe genug Geld, um in die Hell Island zu gehen. Sehr, sehr wild. So, dann auf zur Fantasy... beziehungsweise zur Hell Region eigentlich. Und bauen erstmal ein paar Sachen ab. So. Jetzt kann ich mir auch das Hell Egg kaufen. Und, na, ich würde mal sagen, farmen wir mal eine Milliarde. Farmen wir mal eine Milliarde. So. Okay, die Milliarde ist jetzt voll. Können wir direkt zur Grand Heaven Island gehen? Ja, Heaven Island heißt sie nur, nicht Grand Heaven. Schade. Und lag ich wohl falsch. Gehen wir mal zur Heaven Island und skippen wir einfach diese Kisten hier. Weil die können wir tatsächlich einfach skippen. Wir können die zwar trotzdem abbauen, so ist es ja nicht, ne? Dauern tun die ein bisschen. Aber ja, an sich könnten wir die auch weiterfahren. Bräuchten wir aber nicht. Wir können auch direkt zu dieser Kiste gehen. Nämlich zu der Grand... Das ist, glaube ich, die Grand Heaven Insel. Beziehungsweise die Grand Heaven Kiste. Wir brauchen jetzt erstmal 7,5 Milliarden, bis wir zur Tech-Welt kommen. Und ja, sobald wir bei der Tech-Welt sind, können wir uns mies gönnen. Deswegen ist ja diese Kiste, glaube ich, wird die direkt beim ersten Mal abbauen 7,5 Milliarden abgeben? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch das Golden Empyrean Egg einmal kaufen. Wir haben übrigens auch heute keine Eggs bisher geöffnet, ne? Wir könnten auch gleich später ein paar Eggs versuchen zu öffnen. Vielleicht ein paar Tech-Eggs versuchen zu öffnen. Aber ansonsten, na... Okay, ich habe jetzt tatsächlich genug Geld, um in die, ja, Tech-Entry-Region zu gehen. Und man kann auch hier sehen, ich habe einen Empyrean Fox, der epic ist, mit 3,9 Millionen Schaden bekommen, dafür, dass ich diese Kiste da baue. Egal, Leute, teleportieren wir uns erstmal zum Gletscherbiom für 12.500 Fantasy-Coins. Ich meine nicht Fantasy-Coins, sondern Gems. Bevor wir das aber machen bei dieser Region, kaufen wir uns nochmal den Forest für 7.500 Gems und kaufen uns ein paar Upgrades. So, wir könnten uns natürlich Pet Strength kaufen. Ich glaube, Pet Strength wäre sehr stark. Und dann als nächstes nochmal Orbs Reach. So, dann gehen wir mal zum Gletscherbiom und kaufen uns die nächste Region. Nämlich die hier für 7,5 Milliarden. Wir können auch dort hinten sehen, das sind ein Haufen Leute, die halt, ja, farmen. So, dann bauen wir das erstmal ab. Und ich habe immer noch eine Milliarde über. Und die Kiste ist natürlich zur Hälfte kaputt. Nice. Aber ich sehe auch allein ich schon, also durch mich geht ja diese Kiste so viel schneller kaputt. So, ich glaube, ich werde mal in einem Video oder in einem Livestream versuchen, die Kiste kaputt zu machen. Vielleicht geht's ja mit eurer Hilfe oder so. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Denn ich habe die noch nicht mit einem Account kaputt gemacht. Egal, Leute. Gehen wir mal kurz noch rüber zur Tech-Welt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit einem zweiten Account zur Tech-Welt gehe. Und let's go! So, Leute, wir sind in der Tech-Welt und ich kann sehen, ich kann mir direkt schon die nächste Region kaufen. Wild. Ich kaufe mir einfach mal ein stinknormales Tech-Egg. Vielleicht ziehe ich ja irgendwas Interessantes. Ich bekomme... Den Cyborg Panda. Ich glaube, das ist das häufigste, was man bekommen kann. Ach ja, wie viel Schaden hat er eigentlich? 1,85 Millionen. Na, interessant. Nicht wirklich krass, aber ziemlich interessant, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir könnten uns direkt einfach, ja, in die nächste Region begeben. Dann hätten wir im Prinzip auch schon die Welt durchgespielt. Wir könnten doch direkt uns eigentlich das erste Egg kaufen. Okay, können wir nicht. Wir müssen erstmal die Region ausgeben. Aber gleich danach könnten wir uns erstmal das erste Egg kaufen. Dieser Tech-Welt. Also nicht das erste, sondern das letzte Egg. Das momentan beste Egg. Zur Zeiten der Aufnahme. Nämlich das Titanium-Egg hieß es, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, wie es hieß. Nee, das hieß Dark Tech, nicht Titanium.
So, dann würde ich mal sagen, nehme ich noch mal ein paar Sachen mit, so ein paar Kisten hier, so. Weil wenn die gerade schon dabei sind, ich meine, da sind, ne, dann kann ich mir die direkt auch gönnen. So, dann das hier noch. Übrigens, Leute, es ist nicht so stark. Also ich bin halt noch dreimal so stärker wegen meinem Triple Damage Boost, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Deswegen möchte ich kurz sagen, Leute, selbst wenn ihr die gleichen Pets habt wie ich, ihr werdet nicht genauso stark sein wie ich, denn ich habe erstmal 4 Pets mit Super Teamwork plus ein Pet, ein Booster mit Triple Damage. Das heißt, bevor ihr so stark werdet wie ich, wenn ihr das nachmachen wollt, müsst ihr erstmal Triple Damage und Triple Coins, nicht Triple Coins eigentlich nicht, aber halt Super Teamwork auf allen euren Pets haben. Gehen wir dann nochmal rüber zum Dark Tech Egg. Wir können erstmal, glaube ich, für 125.000, okay, 115.000 sogar, Tech Coins einen Dark Tech öffnen. Dark Tech Egg meine ich öffnen. Vielleicht kriege ich hier irgendwas daraus. Ich habe erstmal, das ist das zweite Egg, was ich geöffnet habe auf diesem Account. Sehr, sehr wild. Egal, ich habe jetzt erstmal das Egg auf den Schiefen bekommen. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild. Gut, öffnen wir erstmal mit unseren restlichen Accounts ein paar, ja, Dark Tech Eggs. Und mal gucken, was wir daraus bekommen. Wir haben tatsächlich sogar einen Robot bekommen. Stark. Das ist schon stark. Das ist schon stark. Weil der Cyberfox ist hier bei 97%. Und ich ziehe halt einen Robot. Das ist schon stark, ehrlich gesagt. Feier ich. Nice. Jetzt kommt, glaube ich, das letzte Eck, das wir heute öffnen. Und mal gucken, ob das vielleicht ein Mythical wird. Schade. Leider nicht. Leider ist es ein Cyberfox, ne? Ich kann sogar... Das war nicht das letzte, das war das vorletzte. Jetzt kommt das letzte. Komm, jetzt kommt der Cyberfox. Robot. Nice. Wir haben jetzt aus 8 Ecks haben wir 2 Robots, 6 Cyberfoxe bekommen. Und das ohne irgendwelche Booster, die halt meinen Luck erhöhen. Das ist stark, würde ich sagen. Das würde ich wirklich sagen, dass es stark wäre. Aber mir fällt auch auf, so, wenn ich halt mit diesen Pets rumlaufe, die keinen Diamonds oder so haben, ich krieg halt kaum Gems. Ne? Durch diesen Haufen kriege ich vielleicht 50 Gems. Davor hatte ich wirklich pro Haufen, den ich abgebaut habe, vielleicht 200, 300 Gems bekommen. Deswegen, keine Ahnung, irgendwie... Ich glaube, das liegt wirklich sehr, sehr stark damit zusammen. Also, das hängt wirklich damit stark zusammen. Dass halt solche Booster wie, beziehungsweise solche Enchantments wie Diamonds oder so existieren. Ich glaube, das ist ultra wichtig, wenn du Diamonds haben möchtest. Das ist aber schön, das jetzt zu wissen. Weil ich hatte nicht mal gedacht, dass Diamonds so stark wäre. Ich hatte zwar schon gedacht, dass es stark wäre, aber nicht so stark. Sehr interessant, dass wir jetzt mal hier auf der Basis was Neues gelernt haben. Dann würde ich auch mal sagen, Leute, das, was mir wirklich, hat euch natürlich gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann like das Video, abonniert den Kanal. Schaut bei uns Victor 2 vorbei, schaut bei meinem Petsumeter XPS vorbei, denn ich habe tatsächlich schon mal so ein Video hochgeladen. Nur, wo ich halt bis zur Grand Heaven Island gespielt habe, weil das zu der Zeit, wo ich das hochgeladen habe, die einzige Island war. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Bleibt stark und ciao!